In Nürnberg findet sich das Who is Who der bayerischen Leichtathletik ein. Bei der Bayern Star Gala ist Feiern angesagt. Man muss nach einem Jahr harter Arbeit auch mal einen Tag finden, um das Ganze zu belohnen. Und man sieht ja, wie es angenommen wird. Es sind heute 240 Gäste hier. Wir hatten noch nie so viele. Also das ist der Bayern-Star mit den besten Ergebnissen, die wir bisher hatten. Und ich finde schon, wer hart trainiert, darf auch mal feiern. Bühne frei für die Leichtathletinnen und Leichtathleten. Unter den über 200 Gästen sind auch einige internationale Teilnehmer und Titelträger aus Mittelfranken. Es ist natürlich eine Riesenehre, hier im Rathaussaal zu sitzen und als Nürnberger auf die Bühne gerufen zu werden und dann mit meiner Bronzemedaille da oben zu stehen. Es ist natürlich immer was Schönes, dann nach der Saison nochmal für seine Leistungen belohnt zu werden. Gerade in so einem Rahmen ist es natürlich immer eine schöne Sache. Da freuen wir uns, dass es auf jeden Fall wieder stattfindet. Vor allem jetzt hier als Nürnberger im Rathaussaal hier in Nürnberg ist es fantastisch. Und klar, zwei Jahre gab es eigentlich nichts. Veranstaltungen waren sehr gering. Solche Veranstaltungen gab es eigentlich gar nicht. Und wenn mal auch Leichtathleten oder andere Randsportarten mal geehrt werden, ist es schon was Fantastisches. Weil meistens steht nur der Fußball im Vordergrund und das nimmt man dann schon sehr gerne mit. Im historischen Rathaussaal findet die Ehrung nach zwei Jahren Pause eine würdige Fortsetzung. Es ist uns eine Ehre, dass natürlich die Stars der Leichtathletik aus ganz Bayern heute hier sind. Hier sitzen Meister, Europameister, Weltmeister. Das sind hier wirkliche Athleten, die einiges geleistet haben. Und wir wollen Danke sagen. Ich hatte in 2019 schon gesagt, wir haben eins unserer besten Jahre. Das war wirtschaftlich richtig, konnten wir auch dieses Jahr nicht ran. Aber sportlich gesehen ist dieses Jahr das Beste der letzten Dekade. Nach der historisch schwachen WM im Juli in Eugene hat die deutsche Leichtathletik reichlich einstecken müssen. Umso größer dann die Motivation für die Heim-EM einen Monat später in München. Man muss sich mit sich selber messen als erstes. Und wenn man seine Bestleistung gebracht hat, ist man kein Versager, sondern man hat es richtig gemacht. Und mit diesem Aufwand ist die deutsche Nationalmannschaft dann nach München gefahren und hat dort performt. Besser ging es nicht. Ja, das steckt schon ein bisschen was auch im Bauch drinnen tatsächlich. Es wird immer viel geredet, die Leistung stimmt auch nach Olympia, immer nach WM, immer nach einer EM ist meistens weniger Diskussion. Dieses Mal hat es wirklich geklappt, dass dann auch das ganze Team hervorragend performt hat. Und ich glaube, die Stimmung in München durch auch Olympia war das damals so, waren die Leute so fasziniert dabei, dass einfach die Athleten ins Ziel geflogen sind tatsächlich. Ob auf der Straße oder im Olympiastadion war die Stimmung fantastisch. Und ich glaube, das war eigentlich fast der Schlüssel zum Erfolg. In der Kategorie Nachwuchsarbeit ist der Landkreis Roth unter den Gewinnern. Bei den besten Mannschaften sortiert sich der LAC Quelle Fürth auf Platz 3 ein. Die Ehrenpreise des Ministerpräsidenten gehen an Hammerwerfer Tristan Schwantke und Hürdenläufer Vincent Just. Zum Schluss werden dann die Athleten und Trainer in Disziplinenblöcken geehrt. Also das waren so zwei Titel, wo ich sage, okay, das hat mir ein bisschen Freude bereitet, gerade wo es auch im Einzel nicht so lief. Aber jetzt will ich natürlich auch wieder einzeln angreifen und die Bestleistungen nach unten schrauben. Ich würde aber sogar sagen, dass es eigentlich ein Jahr voller Highlights war. Also angefangen in der Halle mit bayerischen und deutschen Rekord und dann natürlich in der Sommersaison, dass dann ja, das große Highlight, die U18-Europameisterschaft mit der Bronzemedaille, beendet wurde. Und mit Personal Best genau, dass ich dann in drei Läufen dreimal Personal Best gelaufen bin. Ja, auf jeden Fall. Mit vielen Preisträgern und nur Gewinnern geht der Bayernstar 2022 zu Ende. Fortsetzung dann in der neuen Leichtathletik-Saison 2023.